Beach. Beach. Hallo Leute, willkommen zu einem nächsten Vlog. Wir fahren heute zum Strand, weil heute sind es 28 Grad und mal sehen, wie der Strand hier ist. Ich habe gesehen im Internet, dass es jetzt nicht so toll ist, aber es ist halt einfach warm. Und deswegen dachten wir uns, wir fahren mal hin und gucken mal, was Sache ist, ne? Erstmal tanken jetzt. Aber welche Nummer? Ja? Er sagt nichts. Musst du warten, bis er was sagt? Mhm. Ja, sag, wo ich muss gehen. Ja. I don't know. Maximum. Yeah, Maximum. 1000 ist 28. Ja. Yeah. Das sind 28 Euro. 28, 28. Ungefähr 60 Euro für so ein großes Auto ist schon sehr günstig. Ah, da steht, welches haben wir? Das mit? Jo-U. Was ist Jo-U für dich? I-Sanse-U, 95. Kostet 28,3 pro Liter. Pro Liter, also weniger als ein Euro. Das sind ungefähr 90 Cent, 80 Cent, irgendwie sowas. Ja. Pro Liter. Es ist wie ein Cola. 80 ja. Cent. Super. So, 1580 Taiwanese Dollar. Yes. Muss ich mal ausrechnen. Das ist ganz komisch hier. Die haben hier meistens immer an den Bäumen so Orchideen dran. Ne? So sieht zwar ganz süß aus, aber anscheinend wachsen die auch. Der Strand vom Weitem mal aus. Das da hinten nennt sich Turtle Island, weil es wohl aussieht wie eine Schildkröte. Ich glaube, da gibt es sogar Fähren hin. Und die andere Seite. Hallo! Hallo! Hier ist ein kleines Café. So, der Sand ist eher dunkel, aber sehr fein. Und niemand ist da, weil die Taiwanesen mögen das nicht so sehr, sich zu sonnen. Stimmt's? Ich denke. Ja, es ist für die, ja, die wollen halt hell bleiben, also sie wollen nicht braun werden. Deswegen gibt es hier gar nicht diese Kultur, dass man sich sonnt. Gehen halt, wenn dann, nur ins Wasser, um zu surfen, glaube ich. Turtle Island. Aber sieht das, für mich sieht das nicht aus wie eine Schildkröte. Schildkröte. Schildkröte? Turtle? Schildkröte. Kröte, Schildkröte. Schildkröte. Schildkröte ist ein Turtle? Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hier sind die, hier wurden die roten Flaggen gehisst, da ist ein Mannequin drauf. Der schwimmt, aber umkreist. Und ich denke mal, das heißt, heute lieber nicht schwimmen. Hier gibt es ja auch mal sehr viele Erdbeben. Ne? Das ist ja mal nicht so sicher, wenn man da jetzt auch reingeht. Zumal wir in der letzten Woche 3 oder so hatten. 3 Erdbeben hier in der Nähe. Ja, lieber nicht. Ja, und auf der anderen Seite sieht das so aus. Eigentlich ganz schön. Na was? Da ist eine Mühle. Eine Mühle? Mühle? Mühle. Ich glaube, es heißt Mühle. Ein Moulin. Ja? Ja, wie Moulin Rouge. Moulin ist der. Ja. Was ist das denn, ey? Ich glaube, das ist... Ist das ein Fisch? Der hat hier hinten so Flossen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist ein Dinosaurier. Mann, ja. Ja, und würde man jetzt hier lang fahren, dann würde man praktisch an Japan, auf Japan treffen. Stimmt? Yes. Yes. Also hinter Turtle Island und dann kommt irgendwann Okinawa. Yes. Und dann nach, also Okinawa, also die Inseln von Japan, und dann kommt Japan. Ja.
schön mal so Luft einfach, die Luft, die Meeresluft zu genießen. Das ist echt. Und wenn die Sonne jetzt noch ein bisschen rauskommt, oh, was will ich mehr, ja. Heute ist ein schöner Tag. Notiz an mich, bevor man ins Meer geht, sollte man sich nicht die Beine direkt davor rasieren, ne? Hey Leute, wir sind in Taiwan am Strand. Sehr schön. Und diese Keule, siehst ihr, sitzt ihr. Ich bin die Einzige. Und was macht sie? Tomateskäsmesse. Ne? Was ist Tomates? Schim Tomateskäse, Bulgur. Was denn? Komm, jetzt setz dich hin, hab dich nicht so. Warum nicht? Wovor hast du Angst? Meine Mama möchte nicht hier unten sitzen. Ich weiß nicht warum. Ist peinlich. Was für peinlich? Wir wollen braun werden und die anderen nicht. Was sollen wir jetzt machen? Ist doch egal. Wir wollen Taiwanese sein. Nein. Taiwanese leider belehrt. Die Taiwanese. Okay, sitzen. Das Motto ist Be Taiwanese. Ich bin schon weiß genug, guck doch mal. Wir sind jetzt hier in Waio Beach, heißt das hier, ne? Das habe ich vergessen zu erwähnen, das heißt Waio Beach. Und hier surfen die eigentlich immer, aber heute nicht. Ich glaube, das Meer ist zu unruhig, deswegen. Und wir sind die Einzigen, die sich gerade hier hinhocken und sich sonnen wollen. Beziehungsweise ich, mein Mann möchte nicht. warum bist du so? Ist doch schön. Ja, der Sand ist zwar dunkel, schwarz, aber er ist sehr, sehr fein. So, leider haben wir verpeilt, uns was zu essen mitzubringen. Deswegen sind wir jetzt gezwungen, hier im Café zu essen. Nicht so gesundes Essen. Wir haben jetzt Pizza und Pommes bestellt. Aber ja, wir sind einfach extrem hungrig gerade. Deswegen muss das jetzt sein. Wo ist die Pizza? Pizza kommt noch. Ja. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Kennt ihr das, wenn man schwimmen geht und unter der Sonne gelegen hat, dann hat man richtig Bock auf Pommes und dann muss Pommes sein. Und genau so ist es gerade für uns, ey. Diese Pommes sind gerade alles für mich. Und jetzt hast du deine Pizza. Thank you, der Herr. Dankeschön. So, wie man sieht, wir haben jetzt vegetarische Pizza bestellt gehabt und da drinne waren einfach Gurken. Auf jeden Fall hat mir das nicht so geschmeckt, deswegen habe ich die Gurken rausgeholt. Also insgesamt haben wir über ungefähr 12 Euro, 12, 13 Euro bezahlt. Ja. Weißt du, Anna, was das ist? Ah. Ja, es sieht aus wie, sehen aus wie die kleinen Bananen, aber ich weiß es nicht genau. Sehr hart aus. Komisch. So, das war's mit unserem
Ausflug zum Strand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einfach einen Kommentar da. Ich freue mich über jeden Kommentar und nicht vergessen zu abonnieren, sodass ihr immer up to date seid. Ansonsten bei Instagram nehme ich euch tagtäglich auch noch mit in meinem Leben hier in Taiwan. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.